Laudetur Jesus Christus. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir begleiten Papst Franziskus bei den wichtigsten Events des 37. Weltjugendtags, der dieses Jahr in Lissabon stattfindet. Bis kommenden Sonntag ist Franziskus mit dabei. Am heutigen zweiten Besuchstag hat er bereits eine Ansprache an Universitätsstudenten gehalten und den Sitz des Bildungsnetzwerks Scholas Occurrentes besucht. Und nun findet im Park Edward der 7. in Lissabon gleich eine Willkommensfeier mit dem Papst und Jugendlichen statt. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu sehr herzlich Silvia Kritzenberger. Ganz herzlich grüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. EWTN und KTV, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz, Radio Horeb und Radio Gloria. Und natürlich auch alle, die über unsere Webseite, Facebook, Apps und YouTube heute mit dabei sind. Ja, Papst Franziskus dreht noch eine Runde im Papamobil inmitten sichtlich fröhlicher Jugendlicher, die hier ausgelassen die Begegnung mit dem Papst feiern. Wir haben vorhin schon eine Musikeinlage gehört, den Hymnus des diesjährigen Weltjugendtages. Der Weltjugendtag steht ja für tausende junger Christen aus der ganzen Welt, die gemeinsam ihren Glauben feiern, Christus in die Mitte stellen, Kultur und Weltkirche erleben und dabei neue Freundschaften schließen. Ja, und während wir auf Papst Franziskus warten, wird hier im Park auf Großbildschirmen ein Video gezeigt, das die Weltjugendtage der Vergangenheit Revue passieren lässt. Die Weltjugendtage gehen ja zurück auf eine Initiative von Papst Johannes Paul II., der 1984 zum internationalen Jubiläum der Jugend nach Rom eingeladen hat. Seitdem finden alle 2 bis 3 Jahre internationale Weltjugendtage für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 35 Jahren statt. All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio. Ja, wir sehen jetzt hier in dem Video die Symbole des Weltjugendtags, das Pilgerkreuz und die Marienikone Salus Populi Romani. Sie werden sich von Beginn der Veranstaltung an auf einer kleinen Bühne im Zentrum des Parks befinden. In Anspielung auf die ähnliche zentrale Stellung des Bildes des Heiligsten Herzens Jesu im Heiligtum von Fatima. In diesem Raum des Gebets, zu dem der Park wird, kommt auch Christus so zu vielen Menschen, jungen Menschen und findet sich durch die Ikone zusammen mit seiner Mutter in ihrer Mitte wieder. Ja, und seit 2003 wird das Pilgerkreuz von der Marienikone Salus Populi Romani begleitet, die die Jungfrau Maria mit dem Kind im Arm darstellt. Die Ikone wurde von Papst Johannes Paul II. Als Symbol für die Gegenwart Mariens unter den Jugendlichen eingeführt.
Ikone ist eine der beliebtesten mit einer der beliebtesten Marienverehrungen in Italien verbunden, wo es eine alte Tradition war, sie in einer Prozession durch die Straßen Roms zu tragen, um Gefahren und Unglück abzuwehren. Ja, wir sehen hier bewegende Bilder des heiligen Papstes Johannes Paul II. Und nun Bilder von Benedikt dem 16., der uns gezeigt hat, dass wer an Gott glaubt, nie allein ist. Und nun sehen wir Bilder der Weltjugendtage mit Papst Franziskus, der uns immer an die Freude des Evangeliums erinnert. Ja, wir sehen hier die Bilder der fröhlichen Feiern mit Papst Franziskus, mit viel Tanzeinlagen und Gesängen. Und auch heute wird es eine sehr fröhliche Feier mit den Jugendlichen sein, die nach Lissabon gekommen sind, um am 37. Weltjugendtag teilzunehmen. Wir werden eine Grußadresse des Patriarchen von Lissabon hören und auch Papst Franziskus wird natürlich eine Ansprache an die Jugendlichen richten. Drei Päpste, 16 Städte, das waren die Bilder der vergangenen Weltjugendtage mit Johannes Paul II., Benedikt dem 16. und Papst Franziskus. Ja, und die Veranstaltung heute Abend soll die erste sichtbare und groß angelegte Antwort auf die Einladung des Heiligen Vaters an alle Jugendlichen der Welt sein, in Lissabon gemeinsam den Glauben zu feiern und die Existenz einer Kirche zu demonstrieren, die in ihrer Vielfalt eins ist und Tradition und Zeitgeist verbindet. Ziel ist es, eine Atmosphäre der Freude und der Einheit zu schaffen, die es jungen Menschen unterschiedlicher Nationalität und Herkunft ermöglicht, sich als verschiedene Glieder des einen Leibes der Kirche zu erkennen. Und die jungen Menschen möchten ihre Bereitschaft zum Ausdruck bringen, gemeinsam und inspiriert durch den Papst in die Mission zu gehen und in Lissabon mit diesem Dienst zu beginnen. Ja, am heutigen Abend werden wir das Ensemble 23 sehen, eine Gruppe von 50 jungen Menschen aus 21 Ländern, die bei den wichtigsten Veranstaltungen des Weltjugendtages 2023 mitwirken werden. Die jungen Menschen stammen aus Argentinien, Australien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Spanien, den Philippinen, Frankreich, Guatemala, Irak, Italien, Malaysia, Mexiko, Nigeria, der Slowakei, Puerto Rico, Portugal, der Dominikanischen Republik, Venezuela, Vietnam und Simbabwe. Der Chor und das Orchester des Weltjugendtags 2023, wir sehen sie hier auf der Bühne,
bunt gekleidet, was den fröhlichen Charakter dieser Veranstaltung zum Ausdruck bringt. Ja, und dieser Chor und das Orchester bestehen aus 210 Sängern und 100 Musikern aus allen Diözesen Portugals. Mit dabei ist auch ein Chor, der während der Woche der Reise aus 6 Gehörlosen besteht. Dieser Chor wird die Lieder choreografisch in portugiesischer Gebärdensprache vortragen und so die Einbeziehung von Nichthörern in die musikalischen Momente dieser Woche fördern. Ja, und Papst Franziskus ist jetzt auf der Bühne angekommen und begrüßt von dort aus die Jugendlichen, die sich hier im Park versammelt haben. Auf der Bühne wird er von den Jugendlichen umringt und auf Wunsch des Papstes soll die Bühne ja auch mit jungen Menschen gefüllt werden, um zu unterstreichen, wie sehr sich dieses Treffen vor allem an junge Menschen richtet und dass die Kirche eben auch aus ihnen besteht. Die Woche, die wir erleben, ist kein Einzelereignis, sondern Frucht des Traumes eines Papstes, Johannes Pauls II. Es wird auch angenommen, dass der Ort, an dem wir heute diese Willkommenszeremonie erleben, einer der Orte war, die den Traum vom Weltjugendtag inspiriert haben. Denn hier feierte Johannes Paul II. Am 14. Mai 1982 während seines ersten Besuchs in Portugal die Heilige Messe. Eine 500.000 Menschen, vor allem junge Menschen aus dem ganzen Land, waren damals mit dabei. Der Weltjugendtag in Lissabon ist ein Teil dieser bereits langen Geschichte, die so viele Leben geprägt hat. Papst Franziskus hat nun auf der Bühne Platz genommen. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers. Ja, das Ensemble tanzt nun eine festliche Choreografie zu den Klängen des Liedes Joyful, Joyful. Drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with a light. Oh, fill us with a light. Oh, fill us with a light.
Ja, das war eine Choreografie zu den Klängen des Liedes Joyful, Joyful. Ja, und wir hören jetzt im Anschluss gleich eine Grußadresse des Patriarchen von Lissabon, Manuel José Macario do Nascimento. Heiliger Vater, mit großer Dankbarkeit und Freude begrüßen wir Sie in diesen für die Jugend, die Kirche und die Welt so erfüllten Tagen. Es sind ereignisreiche Tage für die Scharen junger Menschen, die nach Lissabon und nach ganz Portugal gekommen sind, ein Land, das seit langem mit dem Apostolischen Stuhl verbunden ist, dem Sie, Heiliger Vater, derzeit ein evangeliumsgemäßes, ausdrucksstarkes und überzeugendes Gesicht verleihen für die Christen und die ganze Menschheit. Diese Tage werden auch voller Begegnungen und Feierlichkeiten sein, die der Heilige Vater mit jener Jugendlichkeit des Geistes zu leiten versteht, die mit der Zeit nicht weniger, sondern immer stärker wird. Vielen Dank, Heiliger Vater, denn von dem Moment an, als wir vorgeschlagen haben, den Weltjugendtag hier zu feiern, haben Sie unsere Einladung nicht nur angenommen, sondern uns stets das beste Wohlwollen und viel Ermutigung gezeigt. Wir brauchen es so sehr, uns in diesen Tagen von Ihrer Gegenwart und Ihrem Wort verjüngen zu lassen, damit die Schönheit des Evangeliums noch mehr erstrahlt, hier und in der ganzen Welt, in diesen Zeiten, die von vielen Hindernissen für die ganzheitliche und friedliche Entwicklung der Völker und unter den Völkern geprägt sind. Völker, die ihr Gesicht und ihren vielversprechenden Ausdruck in den hier versammelten jungen Menschen finden, auch denen, die aus Ländern kommen, wo es nicht an Schwierigkeiten mangelt. Es mangelt nicht an Hindernissen, aber auch nicht an dem Willen, sie zu überwinden, und zwar mit dem Enthusiasmus und dem Engagement derer, die eine Zukunft aufbauen wollen, die den Sehnsüchten der Menschen und dem Wunsch Gottes entspricht. Seit Beginn seines Pontifikats hat uns der Heilige Vater immer wieder gezeigt, dass dies möglich ist, indem man immer dort präsent ist, wo es Leben zu erhalten und Zukunft zu bauen gibt. Die jungen Menschen empfinden Sie, Heiliger Vater, daher als ihre natürlichen Verbündeten und bringen ihnen große Wertschätzung und Zuneigung entgegen. Und dasselbe wird in diesen Tagen auch mit uns geschehen. Ich bin mir sicher, und diese Meinung teilen auch meine Brüder im Bischofsamt und in der Kirche, die in Lissabon und in ganz Portugal anwesend sind, dass der Weltjugendtag, den wir in diesen Tagen gemeinsam erleben, eine Antwort auf ihren unermüdlichen Appell für eine solidarischere und brüderlichere Welt sein wird, wie es die Wahrheit des Evangeliums verlangt und wie es die Menschheit so sehr ersehnt. Herzlichen Dank, Heiliger Vater. Willkommen in unserem gemeinsamen Haus. Und willkommen auch euch allen, den Pilgern dieses Weltjugendtages. Euch hat der Wunsch hierher geführt, das zu teilen und zu feiern, was euch auf dem Weg in eine Zukunft der Solidarität und Brüderlichkeit in jedem Volk und unter allen Völkern am meisten bewegt. Und diese Tage markieren bereits den Beginn dieser Zukunft, die ihr aufbauen wollt. Der Weltjugendtag steht unter dem Evangeliumsmotto, das von der jungen Maria von Nazareth erzählt, die sich mit Jesus im Schoß, den sie gerade erst empfangen hat, ohne Zögern und in aller Eile auf den Weg macht zu ihrer Verwandten Elisabeth. Sie trug ihn in ihrem Schoß, so wie ihr, liebe Pilger, das Evangelium des Friedens in euren Herzen tragt, um es zu allen und für alle zu bringen. Unsere liebe Frau von der Heimsuchung begleitet euch in diesen Tagen, damit euer Leben jetzt und in Zukunft zu einer ständigen Heimsuchung derer werde, die sich nach dem Guten sehnen, das ihr ihnen bringen werdet. Dieser Weltjugendtag ist ein Höhepunkt des Pilgerwegs eures Lebens und er wird euch helfen, ihn zu vollenden. Ja, das war der Patriarch von Lissabon. Er wurde 2015 ins Kardinalskollegium aufgenommen
und war zwischen 2013 und 2020 Vorsitzender der portugiesischen Bischofskonferenz. Ja, und inspiriert von der Tatsache, dass der Heilige Vater wöchentlich Tausende von Briefen erhält, wird dieser Moment ein anderer Vorschlag sein, um die üblichen Zeugnisse junger Menschen, die an den Papst gerichtet sind, zu präsentieren. Wir sehen hier eine Nonne, die die Bühne mit einem Karton in den Händen betreten hat. Eine Anspielung auf die mehr als 2000 Briefe, die der Papst täglich erhält. In dieser Schachtel befinden sich mehrere Briefe, die von Mitgliedern des Ensemble 23 aus 21 verschiedenen Ländern an Papst Franziskus geschrieben wurden. Jugendlichen, die sich um die Nonne versammelt haben, nehmen die Umschläge aus dem Karton und zeigen sie den Anwesenden hier im Park Edward der Siebte. Dear Pope Francis, Santo Padre, dear His Holy, lieber Papst Franziskus, lesen die Jugendlichen aus ihren Briefen vor. Ja, die Jugendlichen lesen Auszüge aus ihren Briefen vor, die viele der Fragen widerspiegeln, die derzeit den Verstand und das Herz der Jugend der Welt beschäftigen. Neben viel Dankbarkeit für alles, was der Heilige Vater getan hat, und der Freude, dabei sein zu können, bitten viele um Rat und Gebet für ihre Familien, für ihre Länder und für ihre kirchlichen Realitäten. Einige bitten auch um Hilfe bei der Überwindung von Ängsten und sozialem Druck, dem sie ausgesetzt sind. Und auch das Thema Gesundheit wird angesprochen als eines der wichtigsten in der heutigen Gesellschaft. Agora meu sonho se cumprirá. Meu querido Papa Francisco, sinto que me pode descansar o coração. Mesmo nos momentos de maior dúvida, as suas palavras sempre me trouxeram paz e esperança. Tus mensajes me dejarán muchas enseñanzas. Entre ellas, soñar en grande, no temerle al futuro y no dejarnos robar la alegría. Espero que con esta carta pueda usted entenderme mejor. Y supongo que usted tiene mayor cobertura de internet para hablar con el Espíritu Santo. Querido Santo Padre, I'm facing some difficulties. Ahora mismo, mis padres están buscando oportunidades para emigrar con mi hermano que sufre una grave enfermedad. In my country, living out our faith is not always easy. We often have to make difficult choices between following our faith and pleasing those around us. Vivir mi fe cada día es algo difícil, ya que vivo en un país con mucha corrupción. Día a día nos enfrentamos con la inflación, escasez de alimentos y medicamentos, bajos sueldos, servicios básicos como el agua y la luz, entre otros. De hecho, escribí esta carta sin energía eléctrica en mi casa debido al racionamiento. Siento que me invade la desorientación, sobre todo el miedo. Reconozco en mí una dificultad cada vez mayor en tener un olhar treinado, atento para las cosas del cielo. Lorsque l'on m'a demandé qui je voulais être plus tard, je n'ai pas su répondre. El miedo me ha paralizado. Me ha llevado a tomar malas decisiones. Pero la ansiedad ha sido también parte de eso. Todos mis sueños dejaron de existir, hasta el punto que ya no encontré sentido a la vida. Comencé a vivir así durante la pandemia. Apenas ando en el proceso de salir de eso. Aún así, tengo muchas altas y bajas. I am afraid not knowing how to enjoy life as God expects for me, not having dreams and especially hope. Este ano,
Comecei a sentir falta da luz que guiou a minha vida durante tanto tempo. Ja, die Auszüge aus den Briefen werden in verschiedenen Sprachen vorgetragen, zum Zeichen dafür, dass die Probleme, die Zweifel und die Kämpfe der jungen Menschen unserer Zeit universal sind. Sinto que na minha paróquia não há espaço para errar. Assusta-me, porque sei que há pessoas que não me aceitam e que acham que não há lugar para mim. Assusta-me. Porque eu própria chego a questionar se há lugar para mim ou não. Talvez o problema é a forma em que se comunica ou se malinterpreta. Me preocupa que outras pessoas terminem alejando-se de Deus para sempre e perdendo-se na multitud. Me pergunto que opina você de isto e se cree que pode melhorar, porque me gostaria ajudar. Como faites-vous, cher Pape François, para que esta lumière ne soit pas éphémère e que ela brille toujours? Não pas pour vous brûler, mas pour vous éclairer. Como ora? ¿Cómo escucha a Dios? ¿Cómo sabe cuál es su voluntad? Do you have any advice or tips for how I can stay strong in my faith? Dieu œuvre de manière mystérieuse. J'aimerais savoir comment a-t-il œuvré dans votre vie. Comment avez-vous surmonté vos peurs? Comment êtes-vous allé de l'avant? Comment faites-vous pour garder la confiance? Nun wird der Papst auch direkt gefragt, wie es geschafft hat, seine Angst zu überwinden und am Glauben festzuhalten. El mismo Dios me rescató como oveja perdida y me ayudó a sentirme amado y aceptado nuevamente. Sin perder nunca la esperanza, Dios siempre nos termina mostrando su misericordia, ya que en los momentos más necesarios siempre sale algo de la divina providencia, incluido el dinero para la JMJ. Confido que el encuentro de diversas culturas nella giornata mondiale della gioventù ci permetta di irradiare fede e speranza nei luoghi che ne hanno più bisogno. Gostava tanto di essere capace di avere questi occhi che si emozionano con quello che più bonito tem a vita e che si rivelano tutti i giorni in tante cose. Come io, miles di giovani vogliono dare il suo grano di arena, ma in una comunità disposta a ascoltare le sue proposte e costruire dalla reciprocità. Di fronte a tante distrazioni nel mondo di oggi, che sia Dio, nostro Padre, colui che ci aiuti a essere gli esseri umani di cui oggi la società ha bisogno. Querido Papa, thank you for all that you do for World Youth Day and for helping me find a way to live out my faith in this challenging environment. Desde já me confio às orações de sua santidade. Quiero pedirle que rece por mi familia y por mis amigos, especialmente por los que no rezan y no tienen quien rece por ellos. Holy Father, I pray for you and I ask you to pray for me and for all the families in the world. Estoy agradecida con Dios por cómo me ha conducido hasta aquí con tanto amor. Y estoy feliz porque sé que hay tanta belleza y bien en el mundo. May God bless you with more wisdom, strength, and guidance to put things right in the church and for a better future. Gracias por sus enseñanzas y cada mensaje que llega a nosotros por diferentes medios. Gracias por cuidar a nuestra iglesia y ayudarla a avanzar en medio de las dificultades. Finalmente, gracias por ser tan cercano a los jóvenes y por dar constantemente ejemplo de amor y santidad en el mundo. We are indeed proud of your good works, especially in saving the environment. We assure you of our commitment to this course and shall ensure we protect our environment and save the world. Muchas gracias, Santo Padre, por su cercanía. Muchas gracias nuevamente por siempre motivarnos, porque somos la juventud del Papa. Que Gesù, la Vergine Maria e San Giuseppe ci aiutino. Confido che così sarà. Quedo en sus oraciones. Yo sinceramente, muito obrigada. Con amor. Quedo en sus oraciones. Obrigada, Joseph. Estando bien. Au revoir, Pape François. Muchas gracias, cariño. Con mucho cariño. Gracias. Atentamente, hija Margarita. Zaina.
die Briefe mit den Wünschen, den Sehnsüchten und Anliegen der Jugendlichen an den Papst werden nun wieder in den Karton zurückgelegt. Nun wird der Karton Papst Franziskus übergeben. Ja, und nun ist der Moment der Fahnenparade gekommen. Ein typischer Moment aller Weltjugendtage. So hat jeder Pilger die Möglichkeit, sich durch die Flagge seines Landes vorzustellen. Wir sehen hier die Jugendlichen, die Flaggen ihres Landes schwenkend, die Bühnentreppe herunterkommen. Und das Lied, das diesen Moment begleitet, heißt Um Dia de Sol. Descem as pontes, montes e vales, trazem no peito a nova aliança. Hoje é dia de sol, põe a roupa de festa. Hoje é dia de sol, a luz que salva te espera. Yeah.
noite é dia de sol. Põe a roupa de festa. Hoje é dia de sol. A luz que salva te espera. Hoje dia de sol. Põe a roupa de festa. Hoje dia de sol. A luz que salva te espera. Hoje dia de sol. Hoje ja, es ist, wie wir hier sehen, eine wirklich sehr, sehr fröhliche Feier. Und zu jedem Weltjugendtag veröffentlicht der Papst ja auch immer eine Botschaft an die jungen Menschen, die sich an dem jeweiligen Motto orientieren. Das Motto des diesjährigen Weltjugendtags stammt aus dem Lukas-Evangelium und lautet: Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Não sabe ninguém, porque quem te vede neste estômago arde de dor e de pranto, e neste tormento todo o sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Ja, wir hören hier typisch portugiesische Musik, einen typischen Fado-Gesang. Thank you.
Esse canto não sei. Misto de ventura, saudade, ternura, talvez amor. Só sei que cantando sinto mesmo quando se tem desgosto e o pranto no rosto nos deixa. Ja, die Symbole des Weltjugendtags sind ja wie gesagt das Pilgerkreuz und die Marienikone Salus Populi Romani. Und wir haben eben gesehen, auf den Bildschirmen im Hintergrund wird ein Videofilm gezeigt, der die Präsenz des Kreuzes und der Mutter Gottes in der portugiesischen Kultur darstellt. Das Weltjugendtagskreuz, das 3,8 Meter hohe Pilgerkreuz, das für das heilige Jahr 1983 gebaut wurde, wurde ja von Johannes Paul II. Am Palmsonntag des folgenden Jahres jungen Menschen anvertraut, damit sie es in die ganze Welt tragen. Seitdem hat das aus Holz gefertigte Pilgerkreuz eine Pilgerreise angetreten, die es bereits auf 5 Kontinente und in fast 90 Länder geführt hat. Es wurde als ein echtes Zeichen des Glaubens betrachtet. Und wir sehen hier auch die Weltjugendtagssymbole. Das Pilgerkreuz und die Marienikone werden nun hier über den Platz getragen. Ja, Schätzungen zufolge sind ca. 500.000 Menschen heute hier im Park Edward der Siebte anwesend. Ja, das Weltjugendtagskreuz wurde zu Fuß, per Schiff und sogar mit ungewöhnlichen Mitteln wie Schlitten, Kränen oder Traktoren transportiert. Es reiste durch den Dschungel, besuchte Kirchen, Jugendstrafanstalten, Gefängnisse, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, Denkmäler und Einkaufszentren. Unterwegs stieß es auf viele Hindernisse, von Luftangriffen bis hin zu Transportschwierigkeiten, wie der Unmöglichkeit zu reisen, weil es in keines der verfügbaren Flugzeuge passte. Das Pilgerkreuz hat sich als Zeichen der Hoffnung an besonders sensiblen Orten durchgesetzt, so wie 1985 in Prag in der heutigen Tschechischen Republik, zu einer Zeit, als Europa durch den Eisernen Vorhang geteilt war. Und dort war es ein Zeichen der Gemeinschaft mit dem Papst. Kurz nach dem 11. September 2001 reiste es zum Ground Zero in New York, wo bei den Terroranschlägen fast 3000 Menschen getötet wurden. Unzählige Menschen getötet wurden. Es besuchte auch Ruanda im Jahr 2006, nachdem das Land von einem Bürgerkrieg verwüstet worden war. Und wir sehen hier die Jugendlichen, die das
Weltjugendtagskreuz tragen. Nosso Senhor do Carmo, que está no seu altar, todos louvamos e essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés escassos ganhem vidas. Ja, die Weltjugendtagssymbole werden in Prozession zu Papst Franziskus gebracht. Das Kreuz für alle sichtbar, aufgerichtet, daneben die Ikone Salus Populi Romani. Die Originalikone befindet sich an der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom. Papst Franziskus betet hier vor und nach jeder apostolischen Reise und legt vor der Marienikone immer einen Blumengruß nieder. Espaços onde andamos, tens essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansar. Sei o tempo como folha na corrente, vá, não há, sei o luta.
um dia eu sei, com teus anjos fortes pelo ombro, infinito amor em cada asa, de braços abertos para casa. Ja, und für alle, die sich vielleicht erst jetzt zugeschaltet haben, wir begleiten Papst Franziskus bei den wichtigsten Events des 37. Weltjugendtages in Lissabon. Jetzt im Moment bei der Willkommensfeier im Park Edward der Siebte, benannt nach dem englischen König Edward, der die portugiesische Hauptstadt 1903 besuchte. Im Namen do Pais, e do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Oremos. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, der du deine Kirche zum Sakrament des Heils für alle Völker gemacht hast, um das Erlösungswerk Christi bis zum Ende der Zeit fortzusetzen, erwecke die Herzen der Gläubigen, damit sie die Dringlichkeit ihrer apostolischen Berufung spüren und in allen Völkern der Erde eine einzige, deinem Namen geweihte Familie entstehen und wachsen kann durch Christus, unseren Herrn. Der Ruf vor dem Evangelium. Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, Verse 1 bis 9. Designou o Senhor 72 discípulos. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. E se lá houver
Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe. Palavra da salvação. Ja, und wir hören jetzt die Ansprache von Papst Franziskus bei dieser Willkommenszeremonie in Lissabon. Queridos jóvenes, boa tarde. Liebe junge Menschen, guten Abend. Bienvenidos. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Willkommen und danke, dass ihr hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich freue mich auch über den sympathischen Lärm, den ihr macht, und darüber, dass ihr mich mit eurer Freude ansteckt. Es ist schön, zusammen in Lissabon zu sein. Ihr seid von mir hierher eingeladen worden, vom Patriarchen, dem ich für seine Worte danke, von euren Bischöfen, Priestern, Katecheten und Gruppenleitern. Danken wir Ihnen für alles, was Sie getan haben, damit dieser Weltjugendtag möglich geworden ist. Einen Applaus für die Organisatoren. Aber in erster Linie ist es vor allem Jesus, der euch gerufen hat. Danken wir ihm. Einen kräftigen Applaus. Liebe Freunde, ihr seid nicht zufällig hier. Der Herr hat euch gerufen, nicht nur in diesen Tagen, sondern seit Anbeginn eurer Tage. Er hat uns alle seit Anbeginn unserer Tage gerufen. Er hat euch beim Namen gerufen. Wir haben das Wort Gottes gehört, der uns beim Namen gerufen hat. Beim Namen rufen. Versucht euch, diese drei Worte in großen Buchstaben geschrieben vorzustellen. Und dann stellt euch vor, dass sie in eurem Innern, in euren Herzen eingeschrieben sind, als ob sie den Titel eures Lebens bilden. Den Sinn dessen, was ihr seid. Du bist beim Namen gerufen. Ich bin beim Namen gerufen. Wir alle sind beim Namen gerufen. Wir sind nicht automatisch gerufen worden, sondern wir wurden beim Namen gerufen. Denken wir darüber nach. Jesus hat mich beim Namen gerufen. Das sind Worte, die in unser Herz geschrieben sind, die in unser Inneres eingeschrieben sind und die den Sinn dessen bilden, was wir sind. Du bist beim Namen gerufen worden. Niemand von uns ist zufällig Christ geworden. Wir sind alle beim Namen gerufen worden. Am Beginn der Lebensgeschichte, noch vor den Talenten, die wir besitzen, vor all den Schatten und Wunden, die wir in uns tragen, sind wir gerufen. Warum sind wir gerufen worden?
weil wir geliebt sind. Wir sind gerufen worden, weil wir geliebt sind. Gerufen, weil wir geliebt sind. Das ist sehr schön. In Gottes Augen sind wir wertvolle Kinder, die er jeden Tag ruft, um sie zu umarmen und zu ermutigen, um aus jedem von uns ein einzigartiges und originelles Meisterwerk zu machen. Jeder von uns ist einzigartig und von einer Schönheit, die wir bloß erahnen können. Liebe junge Menschen, helfen wir uns, auf diesem Weltjugendtag gegenseitig diese grundlegende Wirklichkeit zu erkennen. Mögen diese Tage ein lebendiges Echo von Gottes Liebesruf sein, weil wir in seinen Augen wertvoll sind, ungeachtet dessen, was unsere Augen manchmal sehen, die durch Negatives getrübt und durch die vielen Ablenkungen geblendet sind. Mögen es Tage sein, in denen dein Name durch Brüder und Schwestern so vieler Sprachen und Nationen, die ihn in Freundschaft aussprechen, als einzigartige Nachricht in der Geschichte erklingt. Denn Gottes Herzschlag ist einzigartig für dich. Mögen es Tage sein, in denen wir in unseren Herzen einprägen, dass wir so geliebt sind, wie wir sind. Und nicht so, wie wir gerne sein würden, sondern so, wie wir sind. Das ist der Ausgangspunkt des Weltjugendtags, aber insbesondere der des Lebens. Liebe Jugendliche, wir werden geliebt, wie wir sind und ohne Übertünchungen, ohne Tricks. Habt ihr das verstanden? Und wir sind beim Namen gerufen, ein jeder von uns. Das ist keine Redewendung, sondern Wort Gottes, lieber Freund, liebe Freundin. Wenn Gott dich beim Namen ruft, bedeutet das, dass du für ihn keine Nummer bist, sondern ein Gesicht. Niemand von uns ist eine Nummer, sondern ein Gesicht, ein Herz. Ich möchte euch auf etwas hinweisen. Viele kennen heute deinen Namen, aber sie rufen dich nicht beim Namen. Tatsächlich ist dein Name bekannt, er taucht in sozialen Netzwerken auf. Er wird von Algorithmen verarbeitet, die mit ihm Geschmäcker und Vorlieben verknüpfen. Bei all dem geht es allerdings nicht um deine Einzigartigkeit, sondern um deine Nützlichkeit für Marktanalysen. Wie viele Wölfe verstecken sich hinter einem Lächeln falscher Güte. Sie behaupten zu wissen, wer du bist, aber sie wollen dir nichts Gutes. Sie erwecken den Eindruck, dass sie an dich glauben und versprechen dir, dass aus dir jemand wird, um dich dann allein zu lassen, sobald du nicht mehr von Interesse bist. Das sind die Illusionen des Virtuellen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht täuschen lassen, denn viele Wirklichkeiten, die uns anziehen und Glück versprechen, entpuppen sich dann als das, was sie sind. Vergängliche, überflüssige Dinge, Surrogate, die im Innern eine Leere hinterlassen. Ich möchte euch etwas sagen. Jesus tut das nicht. Er vertraut auf dich. Für ihn zählst du. Für Jesus ist jeder von uns wichtig. Für Jesus zählt jeder von uns. So ist Jesus. Und so sind wir seine Kirche, die Gemeinschaft der Gerufenen. Nicht die Gemeinschaft der Besten, nein, ganz und gar nicht. Wir sind alle Sünder. Aber wir sind gerufen, so wie wir sind. Halten wir uns das einmal vor Augen. Wir sind gerufen, so wie wir sind, mit den Problemen, die wir haben, mit den Grenzen, die wir haben und mit der überfließenden Freude, mit dem Wunsch, besser zu werden. Wir sind gerufen, so wie wir sind. Vergesst das nicht. Jesus ruft dich so,
wie du bist und nicht wie du gerne sein würdest. Wir sind eine Gemeinschaft der Brüder und Schwestern Jesu, Söhne und Töchter desselben Vaters. Que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. Ich möchte euch eines ganz klar sagen, seid allergisch gegen die Falschheit. In der Kirche ist Platz für alle. In der Kirche ist Platz für alle. Und ihr müsst allergisch sein gegen leere Worte und gegen die Falschheit. In der Kirche kann sich keiner nach vorne drängen. Wir sind alle gleich. Und das sagt Jesus ganz deutlich. Wenn er die Apostel ausschickt, um zum Gastmahl zu rufen und ihnen sagt, bringt sie alle, alt und jung, Sünder und Gerechte, in der Kirche ist Platz für alle. Und wenn einer fragt, ist da noch Platz für mich, dann ja, in der Kirche ist Platz für alle. Jeder soll das jetzt mit in seiner Sprache wiederholen. Alle. Ich höre euch nicht lauter. Denn das ist die Kirche. In der Kirche ist Platz für alle. È curioso. Il Signore non sa fare questo, sino che hace esto. Nos abraza a todos. Der Herr zeigt nicht mit den Fingern, mit dem Finger auf uns. Er breitet seine Arme aus. Er schließt die Tür nie zu, sondern lädt immer ein, einzutreten. Jesus nimmt uns auf. Und in diesen Tagen sollen wir alle die Botschaft Jesu verbreiten. Jesus liebt dich, Jesus ruft dich. Wie schön ist das? Jesus liebt mich, Jesus ruft mich. Er will, dass ich ihm nah bin. Ihr habt mir Fragen gestellt, viele Fragen. Werdet nie müde, Fragen zu stellen. Stellt immer mehr Fragen. Tragt Jesus eure Fragen vor und vertraut ihm eure Geheimnisse an, das Leben der Personen, die euch am Herzen liegen, die Freuden und Sorgen und auch die Probleme eurer Länder. Wenn man sich an den Herrn mit einer Bitte wendet, wenn man ihm jeden Tag das Herz öffnet, wenn man wirklich betet, dann findet eine innere Umwälzung statt. Gott überrascht uns immer. Liebe Jugendliche, ich lade euch ein, darüber nachzudenken, über dieses Schöne, dass Gott uns liebt, dass er uns so liebt, wie wir sind und nicht, wie wir gerne sein würden oder wie uns die Gesellschaft gerne hätte. Nein, er liebt uns so, wie wir sind und er ruft uns mit all den Problemen, all den Grenzen und Fehlern, die wir haben und mit dem Willen, im Leben voranzukommen. So ruft uns Gott. Vertraut darauf. Er ist Vater und er ist ein Vater, der uns liebt und das ist nicht einfach. Und Maria ist auch unsere Mutter. Solamente era esto lo que les quería decir. Das wollte ich euch sagen. Habt keine Angst. Habt Mut. Geht weiter in dem Wissen,
dass wir einen Schutzschild haben, weil Gott uns liebt, weil Gott uns schützt. Sagen wir es alle gemeinsam hier laut. Gott liebt uns. Danke. Ja, das war die Ansprache von Papst Franziskus. Und jetzt einen kräftigen Applaus hier im Park Edward VII. Für Papst Franziskus, der in seiner Ansprache auch vor den Gefahren der sozialen Netzwerke gewarnt hat, denen es nicht um unsere Einzigartigkeit geht, sondern um unsere Nützlichkeit für Marktanalysen. Er hat die jungen Menschen an die Illusionen des Virtuellen erinnert und ihnen gesagt, sie müssten aufpassen, dass sie sich nicht täuschen lassen, denn viele Wirklichkeiten, die uns anziehen und Glück versprechen, entpuppen sich dann als vergänglich und überflüssig, Dinge, die im Innern eine große Leere hinterlassen. Im Folgenden wird in einer Litanei die Fürbitte der 13 Schutzpatrone des Weltjugendtags angerufen. Rufen wir unsere Schutzpatrone an, hat Franziskus gesagt, die Christus mit ganzem Herzen gefolgt sind. Auf Aramäisch. Unsere liebe Frau von der Heimsuchung, du bist für uns ein Vorbild der Hingabe und des ständigen Dienstes. Janie Pawle II. Auf Polnisch. Johannes Paul II., du hast deine Hoffnung auf eine Jugend gesetzt, die fähig ist, die Welt durch das Zeugnis des Glaubens zu verändern. Heiliger Johannes Paul II., bitte für uns. Giovanni Bosco. Auf Italienisch. Johannes Bosco, indem du auf jeden jungen Menschen zugegangen bist, hast du dich zum Zeichen und Träger der Liebe Gottes gemacht. Heiliger Johannes Bosco, bitte für uns. Auf Spanisch. Heiliger Vinzenz, mit der Kraft deines Glaubens inspirierst du uns dazu, mit Mut und Freude zu dienen. Portugiesisch. Antonius, mit der Weisheit des Glaubens offenbarst du uns die Geheimnisse Gottes. Heiliger Antonius von Lissabon, bitte für uns. Bartholomäus, du bist das Bild des guten und demütigen Hirten seiner Schafe. Heiliger Bartholomäus von den Märtyrern, bitte für uns. Johannes de Brito, mit Mut hast du die Sendung angenommen, Christus zu allen zu bringen. Johanna, mit deinem gottgeweihten Leben zeigst du uns die Schönheit der Zugehörigkeit zu Gott. Selige Johanna von Portugal, bitte für uns. João Fernandes, mit der Kühnheit des Glaubens hast du dein Leben für Gott und die Menschheit hingegeben. Seliger João Fernandes, bitte für uns. Maria Chiara, in den ärmsten Brüdern und Schwestern hast du immer Christus gefunden.
Selige Maria Clara vom Kinde Jesus, bitte für uns. Pier Giorgio, weise uns mit der Freude des Christseins den wahren Weg zum Himmel. Seliger Pier Giorgio Frassati, bitte für uns. Marcel Callot, dans la joie et dans l'épreuve, tu as été un modèle de vie chrétienne cohérent. Marcel Callot, in glücklichen wie schweren Momenten bist du ein vorbildliches Beispiel für christliche Beständigkeit. Chiara Luce, Chiara Luce, im Leid hast du das Licht der Vereinigung mit Jesus erstrahlen lassen. Carlo Acutis, in der Eucharistie hast du die Kraft gefunden, jeden Moment deines Lebens zu leben. Seliger Carlo Acutis, bitte für uns. Communion con toda la Iglesia, usamos dicer. Das Vaterunser. Der Schlusssegen. Signore esteja convosco. Bendito sia il nome del Signore. Con nostro auxilio ven del Signore. Abençoe vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. O Evangelho do Senhor, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Verkünde das Evangelium des Herrn, geht hin in Frieden, möge der Herr euch begleiten, hat der Diakon gerufen. Wir sehen hier den letzten Teil dieser Feier, eine Choreografie, die die Verwandlung in einen Pilger beschreibt.
die Darsteller beginnen, ein Anagramm zu entwerfen. Zunächst werden zwei große Buchstaben auf die Bühne gebracht, die das Wort Go bilden. Ja, nun sind weitere Buchstaben gebracht worden, die den Satz I am sending you gebildet haben. Ich sende dich aus. Ja, nun sind noch weitere Buchstaben auf die Bühne gebracht worden, die sich mit den bereits vorhandenen vermischt haben und nun den Satz bilden: The kingdom of God has come near to you. Die grafische Entfaltung dieses Satzes spielt auf den Wunsch an, dass der Welttag ein Zeichen der Gegenwart Gottes im Herzen der Stadt sein möge. Der Herr ist gegenwärtig und seine Gnade wird durch die Einheit so vieler Menschen spürbar, die gekommen sind, um ihren Glauben zu feiern. Klang der Veranstaltung hören wir die Klänge der Hymne des Weltjugendtags 2023. Endet diese Live-Übertragung aus Lissabon und die zweite Etappe des Weltjugendtags mit Papst Franziskus. Morgen geht es dann weiter mit zwei öffentlichen Terminen um 10.35 Uhr,
Treffen mit Vertretern von Hilfs- und Wohltätigkeitsorganisationen und dann am Abend um 18.50 Uhr einem Kreuzweg mit Jugendlichen im Park Edward VII. Ja, an dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kretzenberger. Laudetur Jesus Christus.
bless your salvation.